Okay, Freunde, ey, Entbannungsanträge, ey. Wir haben hier Gold. Also, pass auf. Wie gesagt, wir hatten hier irgendeine politische Diskussion, ne? Wie man sieht. Ich will das jetzt hier gar nicht so weit drauf eingehen. Sperre aufheben, scheiß drauf. Sperre aufheben. Ja. Begifter Typ 1, 2, 3. Hast du einen starken Haftschaden? Deine Meinung zum Ukraine-Krieg? Hast du schon das mit UFOs gesehen? Nachrichten? Guck, UFOs. Halbe Stunde Pressekonferenz vom Pentagon. USA ist im Luftalarm. Guck doch. Großalarm, USA schießen nächstes UFO ab. So, auf jeden Fall, er hat übertrieben hier. Wir haben gerade irgendwas geguckt, glaube ich. Wir haben reacted auf irgendwas, wir haben irgendwas geguckt und auf einmal kommt er hier rein, einfach von Seite mit UFOs, Alter. Und er hat richtig genervt, ne? Das ist, guck mal, 23:14 bis 23:17. Innerhalb von 3 Minuten, Bruder, er hat hier richtig eine ganze Weltverschwörung aufgedeckt hier. In den Kommentaren, weißt du? So. Brat, ich meine das nicht so gerade eben. Kam doch Eilmeldung, USA ist im Luftalarm. Entsperr mich doch. Oh, Bruder, komm, okay, scheiß drauf, scheiß drauf. Ja, mein Herz. Babovic, Alter. Babovic. Was will er, was will er, was will er? Es gibt Studien, dass Veganer mehr freies Testosteron haben als Fleischesser. Google mal. Oh, Vape ist schlimm, Digga, diese ganzen Chemikalien. Kommt auch drauf an, welche Chemikalien man besser, so bla 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 bla. Machst du dich lustig über Ed Sheeran? sick der Land ist schon seit Tag 1 unsympathisch. er hat tagelang in unserem Stream. Er hat tagelang in unserem Stream verbracht. Sick der Land ist schon seit Tag 1 unsympathisch. Oh, das war witzig, Dicker. Das war witzig. Oh, das muss ich mir merken, Dicker. Das muss ich mir merken. Das nächste Mal, wenn ich eine Freundschaft beende, sage ich genau so. Genau so. Nach 10 Jahren Freundschaft, ich sage, sick der Land, du warst schon seit ersten Tag unsympathisch. Ah, geil. Das ist witzig, Alter. Das ist witzig, Alter. Dicker, Dicker. Das ist so witzig, dass ich fast schon wieder Sperre aufheben will, weißt du? Das ist fast so witzig, dass ich schon fast die Sperre aufheben will, weißt du? Scheiße, Mann. Babovic, ich kann mich erinnern an den Namen, Mann. Der war sehr aktiv im Chat eigentlich damals. Ablehnen, wa? Ablehnen, ja, ja. Abschiebung, genau, nicht Abschiebung. Kann man noch Abschiebung machen? Justin Bieber Fan XXX69. Ach du Scheiße, Dicker. Ich kann mich erinnern an ihn, glaube ich. Ich glaube, ich kann mich so ganz, ganz dunkel, kann ich mich erinnern. Wieso ist die Quali vom Video so schlecht? Absolut. Charo ist immer so respektlos, der hat so eine komische Art der Kommunikation, auch schon mit den Rechtsradikalen. Man kann nur an der Universität oder Hochschule studieren. Ich habe 10 Jahre in Ägypten Medizin studiert, aber keine Papiere. Wann kann ich als Chirurg anfangen? Physische Jobs erfordern ein echtes Studium, aber intellektuelle Dinge wie Religion kann man einfach irgendwo studieren ohne Nachweis. Radikal islamisch ist, wieso sollte ich das nicht wissen? Bla bla bla, warum wirst du persönlich? Okay, das war, glaube ich, der Punkt, wo ich ihn angegangen bin ein bisschen. Ey, siehst du, das meine ich. Wenn man, jetzt merke ich gerade, dass man manchmal in bestimmten Situationen überreagiert einfach. Aus irgendeiner, guck mal, jetzt zum Beispiel, ich fühle das gar nicht mehr. Ne? Jetzt zum Beispiel, ich frage mich so, warum habe ich ihn, okay, warte, vielleicht habe ich nicht zu Ende gelesen. Hier sind noch 2 Kommentare. Ja, wenn es um das Thema radikaler Islamismus geht, dann sprechen wir inhaltlich zu diesem Thema. Und du weichst auf meinen Namen aus und lachst arrogant. Findest du das korrekt? Verbietet der Koran nicht Dinge wie Homosexualität oder die Entfaltung der Frau? Ah, okay, okay, jetzt ist er hier, Bruder, Justin Bieber-Fan, Alter, kommt hier mit solchen Thesen um die Ecke, Alter. Ah, ihr cancelt also nicht. Nee, Bruder, er wird auf den Sack gehen. Er wird auf den Sack gehen, er wird das nächste Mal kommen. Er wird das nächste Mal kommen und wieder auf den Sack gehen mit irgendwas. Er wird provozieren mit Religion, mit Politik, mit irgendwas wird er kommen. 100%. 100.000%ig. Deswegen würde ich vorschlagen, ablehnen. Chris 1118. Warum immer diese Nummern, ja? Warum immer diese Zahlen? Hasenknödel. Was schreibt er? Bastens some Chicks. Hähnchen und Schwein.
Hasenknödel, Hasenkettel. Wacholderbeere, Klabusterbeere. Nicht mal Bruce Lee schafft nichts. Was ist mit ihm? Dieser Scheich ist rechtsradikal, sein Vater, was. Was sagt er? Was macht man mit Schiiten? Er hebt Koran hoch und nimmt Messer. Da haben wir auf Charo reagiert, wie er mit dem Scheich gesprochen hat. Das war diese Diskussion. Ach so, da ist ein Komma. Nur zur Info, nach einem Komma kommt noch etwas, bevor du wie so ein pubertärer Idiot anfängst zu beleidigen. Wie wär's mal zu Ende zu lesen? Unglaublich, Junge. Lack, du hast keine Ahnung. Okay. Weg, 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 weg. Dicker, Miami Supercop war schon mal gebannt. Er war schon mal weg vom Fenster. Ich werde dich finden, du Peach. Mal gucken, ob du mich dann Schwanz nennst. Lange ist das schon her, Dicker? Das ist schon etwas her, ne? Oh, 24.02. Fast 2 Monate, Bruder. Hast mich immer noch nicht gefunden, Alter. Scheinst nicht intensiv zu suchen. Scheinst echt nicht intensiv zu suchen, Alter. Zum zweiten Mal schon. Zum zweiten Mal schon. Diesmal, Bruder, Arrivederci. Du bist nicht mal ein Kommentar wert. Badabi Badabu schreibt: Hi. Wie sind dir die Aufnahmen gelungen? Du denkst, du bist der größte Gangster, dabei ist das alles Kindergarten, was du zeigst, und du hast die ganzen Situationen mitprovoziert, sonst wärst du nicht immer dahin gegangen. Zieh das Halstuch runter, du Feigling. Ja, komm, lass treffen, Berlin. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen gleich. Wir treffen uns gleich. Okay, Bruder. Du bist gemeldet. Der Polizei zeige ich das auch. Verpiss you, Mann. Ablehnen, definitiv. Auch da ist kein Kommentar nötig. Erstmal will er sich treffen in Berlin und dann auf einmal mit Polizei drohen direkt. Was ist das denn, Alter? Siehst du? Das meine ich, Bruder. Das ist genau das, was ich. Bruder, das. Und ich glaube mir, in 90% der Fälle von diesem Internet-Beef passiert nämlich genau das, weißt du? Die treffen sich und dann ruft einer von den beiden, je nachdem, wer kassiert hat oder wer sich blamiert hat, ruft dann die Bullen so. Also, verpiss dich, Digga. Brauchen solche Leute hier nicht. Langzeitsystem, was machst du da unten? Therapie, WG, denke, du hast einen Zehner bekommen. Handy war beim Hausarbeiter oder warst du Hausarbeiter? Hä? Von wann bis wann saßt du? Vielleicht war ich auch da. Du Pico. Pico ist kein Schimpfwort. Jalla, mach auf. Was ist das denn, Digga? Ist Pico, die nennen sich Pico oder was? Die nennen sich gegenseitig Pico oder was? Da, wo ich herkomme, ist Pico oder. Das ist schon ein Schimpfwort, Digga. Verpiss dich, Digga. Reicht. Guten Morgen, mein Freund. Hallo, Kleiner. Hallo, Kleiner, schreibt er mir. Wer ist der Typ? Ist das nicht dieser Flair und der spricht von Reife? Bla 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 bla. What? Sagst du eigentlich auch zu deiner Schwester Bruder? Ich höre immer nur Bruder, Bruder, Bruder. Zu jedem Bruder. Meine Tante, meine Schwester, sogar mein Oma ist Bruder. Du Inzuchtler. Komm, verzieh dich, Alter. Mr. Easy O. Ja, ihr wartet dann alle so, wann der beste Moment ist, dass der Gegner sich nicht wehren kann. Haha, natürlich feige. Aber feige Schelle, was passiert im Knast, wenn du eine schmieren würdest, also strafenmäßig? Ach so, genau, er meinte, das ist eine feige Schelle. Warum feige Schelle? Er kam direkt von vorne. Er kam direkt von vorne. Ich denke auch, den können wir freigeben. Er kam direkt von vorne und er meinte so, es ist feige. Was ist feige? Wenn er von hinten gekommen wäre, dann wäre es feige, aber er stand genau vor ihm. Das heißt, er war vorgewarnt, weißt du, was ich meine? So. Natürlich kam die Schelle aus dem Nichts, weißt du? Das war natürlich, dieser Überraschungsmoment wurde genutzt, weißt du? Aber, ja. Also Sperre aufheben, Alter. Bla 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 bla. Watch deine Lachnummer 22, du bist eine Lachnummer, bla 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 bla. Frage mich gerade, warum. Taucht nichts. Ich kann mich erinnern auch an den Namen. Er hat sich eigentlich auch immer gut verhalten, so, weißt du? Eigentlich war da immer alles im Lot, aber. Ach, egal. Komm, gehen wir ihn frei. Mal gucken. Zweite Chance. Jeder hat zweite Chance verdient. Resozialisiert. Können wir aufheben. Huch, jemand hat mich versehentlich getimeoutet. Was ist das denn? Ah, okay. Mod-Kommentar ganz kurz.
Stiftet Unruhe, seine Mutter hat einen tollen Beruf. Private Nachricht, Beleidigung, Amaretto. Wie lange ist der aus dem Knast raus? Der Kerl hat nichts anderes im Kopf als Kriminalität, den interessiert nichts anderes. Der wird bald wieder einwandern. Er hat persönlich da irgendwas dir geschrieben, bestimmt noch. Ich habe weder gegen Kanalregeln noch Twitch-Richtlinien verstoßen und gegen Gesetze schon gar nicht. Ich schätze mal, dass jemand sich verklickt oder mich verwechselt hat. Solange wüsste ich nicht, wofür diese Sperre war. Ich denke, seine Kritik sollte man aushalten können. Ja, denke ich auch. Komm, scheiß drauf. Ich kann mich erinnern, er ging richtig auf den Sack damals. Schöber Gott, ich habe Ausbildung dort gemacht. Bruder, ich habe Bank gearbeitet. Bla 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 bla. Opfer. Dieses Opfer hat alles kaputt gemacht, Digga, eigentlich. Dieses Opfer stört mich so ein bisschen. Aber sonst. Auf meine Anweisung, ja? Okay. Egal, scheiß drauf, heben wir auf, scheiß drauf, heben wir auf. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Kriege ich einen Bann, bitte? Bumm. Entschuldigung, wollte nur schauen, wie schnell das geht. Okay, den heben wir auf jeden Fall auf. Der hat das nur so, ich denke mal, er wollte Spaß machen, so, ne? Damals hat auch Spaß gemacht und danach haben wir, glaube ich, vergessen, einfach ihn, weißt du, so. Okay, Sperre aufheben auf jeden Fall, Bruder, gar kein Problem. Ich kann mich erinnern, es war, glaube ich, mit diesem, mit dem Millionär, mit Chico, oder? Tomek, egal, gönn ihm doch, jeder würde genauso machen wie er. Hab hier Werbung, keine Ahnung, was du sagst, Moruk. Ich sehe hier so viel Hater und nichts gönner. Es hat gar nichts mit Haten und nichts gönnen. Wir haben nur gesagt, dass wir das etwas kritisch einschätzen, sein Verhalten, ja, unter den Umständen, unter denen er gerade lebt. Nur wenn du quasi bei jemandem schon siehst, oh fuck, Alter, er wird gegen die Wand laufen und du sagst, ey Bruder, du wirst gegen die Wand laufen, wenn du so weitermachst, heißt nicht, dass du nicht gönnst, sondern du siehst einfach, da bewegt sich ein Mensch gerade auf ein bisschen falschen Weg so und deswegen äußert man diesen Gedanken, es hat gar nichts damit zu tun, weißt du, wie der Hurensohn mich direkt wegbannt, Moruk, was seid ihr für Hunde und nichts gönner, Sikerim, Sitioro, Spokochulari, 400 Euro, als seid ihr alle Finanzberater, Hunde ihr. Wei, 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 Bruder. Da hat er aber richtig mit Emotionen und auf drei verschiedenen Sprachen. Er hat Sonderzeichen benutzt, Zahlen, alles, als ob es ein Passwort wäre, Bruder. Er hat wirklich hier alles raus. Weißt du, was ich meine? Nur halt Groß- und Kleinschreibung, selbst Komma hier. Also, Bruder, mehr geht nicht. Hast dir gut Mühe gegeben, aber das geht natürlich nicht, ne? Das ist zu hart, das ist zu hart. Das geht nicht, das nehmen wir nicht an. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Weg damit auf jeden Fall. Sowas wollen wir nicht haben. So ein Vokabular ist unseres nicht würdig. Er hat ihn nun zitiert. Er sagt, ja, ich zitiere. Das ist ja der Sinn dahinter. Schade ist, dass der Kanal nicht mehr wirklich etwas mit Knastlook zu tun hat. Nein, das nicht, aber etwas mehr Knast-Content. Was ist mit der angeblich einzigartigen YouTube-Doku? Kindisch mich zu sperren, hab niemanden beleidigt. Jedes Mal, wenn man kritisch wird, sperrt ihr jeden. Ich denke mir so, scheiß drauf, Kindergarten eigentlich. Scheiß drauf, weißt du? Scheiß drauf. Gysi 80, warum eigentlich noch Maske? Du hast doch alles abgesessen, verstehe ich nicht. Schon klar, Dulli, ich will nur wissen, warum. Alter, was denn bei euch schief? Schau mal die Nachrichten an. Ich habe nur eine ganz normale, wohl offensichtliche Frage gestellt. Er kann doch selber antworten oder sagen, wenn er nicht beantworten will. Ja, hier ist auch nichts Großartiges. Den Themen entsperren wir auch auf jeden Fall. The Crow. Vom ganzen Luxus geil geworden. Klingt eher erst mal freiwillig, dann. Ah, nee, ich wurde missbraucht. Beine breit und der Rest kommt von allein. Ah, er war frauenfeindlich, ne? Solange Fotzen blindlings einem Mann Vergewaltigung anhängen kann. Bla 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 bla. Der kleine Nutten, kleiner Pisskopf. Für welchen Shit wurde ich gesperrt? Fragezeichen. Weg, wa? Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. My Loco, My Loco. Es gibt den GTA 5.3. Ah, okay. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich, glaube ich, nur eine Person hatte. Ich hatte nur Michael bei GTA. Und er hat da das, diese. Er wollte direkt spoilern, weißt du, was ich meine? So, es gibt noch diese Kommentar.
Digga, was für eine Muschi, Alter, krass, wegen den drei Charakteren, die jeder kennt, du kleine Fotzenbengel, übertreib. Oh Mann, Alter. Was habe ich gespoilert, Diggi? What the fuck? Allein das hier, Bruder, allein das hier. Allein das hier ist schon das Problem, weißt du? So. Allein das hier ist schon das Problem. Nee, Bruder, nächstes Mal, wir spielen irgendein anderes Spiel, weißt du? Der kommt wieder rein, fängt an zu spoilern oder sonst irgendwas. Gar keinen Bock. Ist vielleicht ein junger Typ, weißt du, hat vielleicht nicht gepeilt. Vielleicht hat er nicht gecheckt, dass wir zu dem Zeitpunkt, weißt du, so, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, komm, geben wir ihm eine zweite Chance, mal gucken, vielleicht benimmt er sich, weißt du, vielleicht benimmt er sich, mal sehen. Geben wir eine zweite Chance, lassen wir Gnade vor Recht ergehen. Mount Elias, willst du wieder Simon raiden? Ist nur eine Frage, ich habe nie gesagt, dass er so spielen soll. Heute wieder den Falschgeld-Jugendlichen raiden? Weißt du, was ist denn mit ihm? Ist es ein Kumpel von ihm? Ist es sein Mod vielleicht sogar? Oder wie? Hallo Mods, ich wollte einen Spaß machen. Ich wusste nicht, dass man das nicht schreiben darf. Komm nicht mehr vor. Bitte lass mich wieder am Chat teilnehmen. Ja, komm, ey. Er hat so nett gebeten, ne? So, Sperre aufheben auf jeden Fall. Erzähl mal die Story vom Jobcenter. Die ist lustig. Knast, werde dich melden, wenn du die Story nicht erzählst. Borsigplatz, Borsigplatz. Du Clown. Ja. Hallo, warum bin ich gebannt? Ich habe doch gar nicht schlimm geschrieben. Hab doch nur geschrieben, dass der Creator die Geschichte vom Jobcenter, wie er mit dem ICE fahren musste, nochmal erzählt. Tomek ist doch lockerer Typ. Das ist doch in Ordnung, wenn man ein bisschen direkt ist. Vielleicht meint er irgendjemand anderen, weißt du? Vielleicht meint er jemand anderen mit Clown oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schreibt er eigentlich ganz vernünftig. Er ist ein Harzer, rein mit ihm. Komm, Sperre aufheben, komm, 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 komm. Komm rein, Junge, komm rein. Wenn du dir keine Hilfe suchst, dann wird dir auch keiner helfen und es wird sich nichts an deiner Situation ändern. Bro, anderes Thema. Ich kenne dich schon seit deinem ersten Video und habe letztens gesehen, wie du GTA 5 Story gezockt hast. Das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie lange du gesessen hast. Lieber einen Typen suchen, der ihm seinen Kiefer bricht und eine Ansage macht. Haus verkaufen und umziehen. OG, du killst mich. Geritzt. Sorry, aber in Twitch können wir dir nicht helfen, sollte das wahrscheinlich heißen. Bro, das ist Facts. Auf Twitch schreiben wird ihr nicht helfen. Peace. Das war mit, ich weiß, war das mit MAW, ich weiß. Das war gestern. Deswegen, also Freunde, erstmal den heben wir hier auf kurz. Bla bla bla, man sagt ja, jedes Wort ist wie abgefeuerte Patronen, Maniacs mit Attitudes. Safe, Bro, du musst das neue Video von Ali Osman anschauen, Schloss austauschen und eine Weile untertauchen. Bruder, die labert hier. Er hat MAW vorgeworfen, dass sie lügt, weißt du, was ich meine? Während eines sehr, sehr ernsten Gesprächs. Während wir diese Diskussion, also während wir diese Unterhaltung hatten gestern, kam der Junge von Seite und meinte so, ey, hier so und so und so, die will nur Aufmerksamkeit, die labert, bla bla bla, ne? So. Deswegen haben wir ihn gesperrt, ja? Und er schreibt jetzt hier Entschuldige, weißt du? So. Meine Meinung ist weg, ehrlich gesagt. Meine Meinung ist, ich würde ihn wegscheppern. Während so einer ernsten Unterhaltung, weiß nicht, gehört sich das nicht, weißt du? Du kannst ja denken, was du willst erstmal, ne? So. Aber ja, drauf geschissen. Arrivederci, Digga. Hi, hast du schon Graffiti gemacht? Google mal GZR Graffiti. Graffiti, meine Crew. Jetzt hat er doch das erreicht, weißt du? Jetzt hat er doch das erreicht, was er wollte. Warum bin ich gesperrt? Das war diese Eigenwerbung, ne? Eigenwerbung, so dies, das, jenes. Er kommt rein, er ist wahrscheinlich kleiner Graffiti-Sprüher, weißt du? Will hier, kommt rein in den Stream, macht ein bisschen Werbung für seine Crew. Eigenwerbung stinkt natürlich, na klar. Achso, ich kann ablehnen machen und dann schreiben, wenn du mir ein Graffiti-Logo machst, dies, das, dann stell nochmal einen Bannungsantrag, schick mir das Ding und dann mache ich dich frei, weißt du? Das ist schon wieder Erpressung, Bruder. Wir erfüllen da schon wieder Tatbestände, mit denen wir nichts mehr zu tun haben wollten, falls ihr euch erinnert. Wir bleiben seriös, deswegen drauf geschissen, Digga. Drauf geschissen, ich würde sagen, wir machen ihn frei, komm, weißt du? Scheiß drauf, komm. Guck mal, wenn er Herz hat, ne, wenn er Herz hat, dann er wird es freiwillig machen. Okay? Egal, komm, den scheppern wir weg. Drauf geschissen. Drauf geschissen, weg damit, scheiß drauf.
Ablehnen, drauf geschissen, Digga. Drauf geschissen.